Damit, meine lieben Freunde, sage ich herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale: Innocence. Nachdem sie sich alleine durch die Gassen der Stadt gekämpft hat, in der Kriegsrecht gilt, hat Amicia die Universität betreten. Sie nähert sich dem Sanguins Itinera, dem geheimnisvollen Buch, das Hugo über die erste Schwelle, einen wichtigen Schritt des Krankheitsprozesses, helfen soll. Doch die Inquisition kommt ihr zuvor. Die Universität. Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist übersät mit Rosen. Wo soll ich hier nur Rosen finden? Hier gibt es natürlich auch wieder sehr viel zu looten. Verschlossen. Oh, es ist riesig. Aber wo sind nur all die Bücher? Die Banner. Blumen. Ja, das sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Wie viele Tage sind wir jetzt schon hier? Hab aufgehört zu zählen. Verdammt. Ich kann hier drin nicht mal sagen, ob Tag oder Nacht ist. Bald ist's vorbei. Vitalis hat einen Jungen hergebracht, um die letzte Tür zu öffnen. Keine Ratten. Tage sind wir schon hier. Und jetzt kommt merkwürdig. Sieht er persönlich, um uns zu helfen. Das wird ein Spektakel. Was bewegt. Thank you.
Bücher haben, wenn man des Lesens mächtig ist. Das ist alles nur heidnisches Zeug. Das Sanguinis Itinera ist ein heiliges Buch, das damit den Wissen reicht zurück bis zum Anbeginn der Menschheit. Und dieses Wissen könnte uns alle retten. Sucht weiter und haltet Ausschau nach Büchern mit rotem... Das Sanguinis Itinera. Ich kann vielleicht nicht lesen. Sie suchen auch danach. Ich muss mich beeilen. Wenigstens kommen die verfluchten Ratten. Da sind die Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich sag's dir. Das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Da sind sie ja. Mit rotem Einband. Sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir. Die Kerle sind mir nicht geheuer. Na los, haut schon ab. Es gibt Teile der Verschwindet. Da wage ich mich nicht mehr hin. Was sie dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. Nein, 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 nein. Oh, verdammter Scheiß. Dit war nicht geplant. Ich sag's dir, das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Ha, mit rotem Einband. Sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee. Da sind sie ja. Ich sag's dir, die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht. Es gibt Teile, da los, haut schon ab. Wage ich mich nicht mehr hin. Verschwindet. Was sie dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. Und du hast dich für schlau gehalten. Gänseblümchen, du bist auch weit von zu Hause weg, nicht wahr? Bring mir Glück. Wir tun das für Hugo. Hm. Da ist eine Blume, die ich damals noch nicht gefunden hatte. Und dieses Mal kommen wir auch ganz dieses gut hier durch. Ding. Wird es am Ende alles bedecken? Also das Gänseblümchen war gerade ein Zufallstreffer, also ich war da damals bis jetzt noch nicht einmal drinnen gewesen an der Stelle. Aber gut zu wissen. Weil aktuell spiele ich das Game halt im Hintergrund nochmal. Und gehe halt alle Kapitel nochmal durch. Weil mir halt noch ein ganz Teil an Sachen fehlen und ich das Spiel als Platin geplant habe. Hier wartet Arbeit auf dich. Vitalis muss echt verzweifelt sein, wenn er sich dazu herablässt, solche Bettler einzufangen. Haben die Ratten das nur geschafft?
Stell dir nur mal vor, Gefangener. Es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde? Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Gleich wieder. Sei vorsichtig. Hilf mich. Beruhigt euch wieder. Verstanden. Rosen mehr gesehen. Hoffentlich bin ich nicht falsch abgebogen. Das sollte mir die Sache erleichtern. Ach nein, ich dachte, oh nein, ich hätte da bestimmt noch was sammeln können. Verdammter Mist. Senior Nicholas ist weiterhin auf Also, gibt es nur einen, der uns helfen kann, das Buch zu finden? Der Sohn eines Schmieds. Du hast diese Tür mit deinem Vater gebaut. Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade Abschaum, wie euch fernzuhalten. Ich bin... Großinquisitor Vitalis Benevent. Du hast keine Ahnung, was ich erleiden musste. Sieh, was ich ertrage. Für dich! Steh! Das Episongus! Weißt du, Junge? Roderick. Roderick soll nicht sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist. Begeht nicht denselben Fehler wie bei seinem Vater. Schafft ihn fort! Schnell, ich darf sie nicht verlieren. Selbst wenn der Großinquisitor davon redet, deinen Nächsten zu retten, kannst du einfach nicht den Mund halten, was? Roderick, sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Sein Blut wird schwächer. Wie lange kann das Imperium?
Sanquist ein bisschen Schach halten. Solange wie es ihm sein Glaube erlaubt. Also die Tür gebaut. Ja, und er wird sie öffnen. Mit dem Buch und dem kleinen Derun kann Vitalis die Beschwörung abschließen. Dann werden wir von der Pest erlöst sein. Ad Ignem. Ad Lucem. Ah, schön gesagt. Bewegung. Jetzt hör mir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Jetzt tust du noch so stark, aber glaub mir, wenn wir nur tief genug schneiden, dann winselst du genau wie alle anderen auch. Ich kann's kaum erwarten. Na, erkennst du sie? Erinnert sie dich an deinen Vater? Kein Wort über meinen Vater. Oh, wirklich? So läuft das Spielchen also. Die Arbeit! Wir haben den Boden ruiniert. Ach, schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Ich halte sie auf! Nein! Ich hab es fast. Schon, komm schon. Ich hab's. Los, schnell. Sie haben Alarm geschlagen. Wir kommen hier nicht weg. Also gut, wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Rodrik, ich brauche das Buch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten, bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben und ich sie dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise. Wow, noch eine Bibliothek. Unter der Bibliothek? Verbotene Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Dann muss das Sanguinis Itinera hier sein. Ich weiß nur, dass es einen roten Einband hat. Rosen, das muss es sein. Ich muss da hoch. Ach, sie steckt fest. Kannst du mir zur Hand gehen? Ja. Interessant. Die Regale bilden einen Weg. Das ist unser Weg zum Buch. Kinderspiel. Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut.
Ich muss das Gegengewicht bilden. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Also gut. Rodrik? Ja. Du hast doch gesagt, du würdest das Gegengewicht bilden. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Jetzt. Hört sich gut an. Warte. Sofort. Igitt, das lasse ich lieber, wo es ist. Okay, ich habe gerade Kacke gebaut, merke ich hier gerade. Da komme ich nämlich nicht so hoch. Stimmt. Ja, ja. Sorry, Leute, ich habe leider das Falsche gemacht gerade. Jetzt! Ja. Wir kriegen ja nochmal so ein Teil. Das wusste ich gar nicht mehr so genau. Ah, das zweite Teil, was da gleich kommt, das muss dann hier drunter. Also das hier muss erstmal dahin, dass wir da hochkommen. Dann müssen wir... Perfekt! Hier hoch und dann hier rüber. Übrigens, ich heiße Amicia und du bist Rodrik, oder? Du weißt eine ganze Menge, Amicia. Wer hat die Tür bei euch in Auftrag gegeben? Mönche oder sowas. Sie redeten nicht viel. Mein Vater hat sie konstruiert. Er war der Meister. Zu tief. Wir müssen etwas darunter tun, damit es nicht runterfällt. Ich finde schon etwas. Komm schon, beweg dich! Hey, tu dir nicht weh. Soll ich... Nein, mein Bruder. Ich bin es ihm schuldig. Für all die Male, als ich nicht für ihn da war. Ja. Aber mit einem gebrochenen Arm wirst du das Buch wohl kaum zurückbringen können. Geht schon. Es ist viel zu still. Wo sind die Soldaten hin? Na, wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Also gut, bringen wir es hinter uns. So, jetzt kommen wir da hoch. Rodrik? Ist recht. Hört sich gut an. Gut so, fast geschafft. Gehen wir. Wir sind schon zu lange hier. Ich hab's. Ich kann's einfach nicht glauben. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück.
Ich kenne dich, Amicia de Hoon. Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit und warten, dass die Makula im Blut deines Bruders erwacht. Man könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Nein, wir haben keine Chance. Kleine Närrin, was willst du denn mit dem Buch erreichen? Meinen Bruder retten! Mit deinem Bruder und dem Buch kann ich die Welt retten. Das ist genug. Ja. Schnell, hier entlang! Wachen! Blut entkommt ihr nicht. Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. Tolle unterirdische Bibliothek, die komplett durchnässt ist. Fragt ja bloß nicht die Bücher bereit? An. Das wird die Hölle. Und wie ich bereit bin. Lass uns die anderen suchen! Wo zum Teufel sind sie? Wir haben sie ganz schön aufgescheucht. Ruhe! Ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren. Wie konnten wir nur so sehr die Kontrolle verlieren? Schwere Rüstung. Wir sitzen fest. Er sieht in die andere Richtung. Ich erledige ihn. Bist du sicher? Mit Vergnügen. Auf dein Zeichen. Machst du das, Rodrik? Das ist für meinen Vater. Wow. Machst du das oft? Nein, aber langsam macht mir das Spaß. Gut, das reicht. Ich gehe. Du bleibst hier. Ich sehe nach, wie sie vorankommen. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Er ist allein. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte ihn ablenken. Was soll der Lärm? Der ist für dich. Du bist erledigt. Gute Arbeit. Ich habe mich wohl etwas gehen lassen. Lukas, er sieht manchmal schlecht. Vielleicht können die hier helfen. Halt, da war noch ein bisschen... Da war gerade... Okay, cool. Da wurde gerade noch ein... Dreieck angezeigt, aber anscheinend ist hier nichts mehr. Ich hasse es, hier rumzuspielen und nichts zu tun. Jeder übernimmt einen, in Ordnung. Ich nehme den mit dem Helm. Sicher. Es ist nur eine Frage des Richtigen. Erledige ihn. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Gut gemacht. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Hoffentlich kriegen wir hier nochmal irgendwo eine Werkbank oder so. Ich habe nämlich mittlerweile schon wieder so viel, dass ich wahrscheinlich noch nichts herstellen kann. Oh, bitte sag, dass sie nach draußen führt. Sie führt nach draußen. Oh, frische Luft. Ich rieche. Feuer. Oh, Scheiße. Meine Güte. Feuer. Haben wir... Das Feuer breitet sich aus. Ist der Großinquisitor noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten. Das hat mir gerade noch gefehlt. Die Ratten. Der Schild. Wir kommen nicht an ihn ran, Rodrik. Warte. Bei der Befragung in der Bastion habe ich gesehen, Mist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennen. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Ein Versuch ist es wert. Nur auf das Feuer zielen. Stimmt etwas? Es hat funktioniert. Das ändert alles. Vor allem für sie.
Die ganzen Bücher werden verbrennen. Es ist nicht deine Schuld. Wart's nur ab! Gut genug. Ich habe eine ganze Weile schon nichts mehr gesehen oder gehört. Die Wache. Verlass dich auf mich. Gut gemacht. Ein würdiger Tod für die Inquisition. Einer weniger. Habe ich mir schwieriger vorgestellt. Wir müssen direkt aufs Feuer zugehen. Das ist der einzige Weg. Scheiße! Du brennst! Du brennst! Verdammt! Nein! Nein! Alles in Ordnung? Ist noch irgendwer da drin? Da drüben, oder? Der ist für dich. Du wirst bezahlen. Gute Arbeit. Ich habe mich mal etwas gehen lassen. Jo, wir haben mehr als voll. Müssen wir wirklich da rein? Ah, es ist jetzt schon so heiß. Das ist die Hölle. Oh, was? Was sollen wir tun? Mir nach und pass auf dein Buch auf. Kümmere dich nicht um sie. Oh Gott. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Mach auf! Komm schon, komm schon! Hörst du mich? Auf! Verschlossen! Dahinter brennt es. Bleib zurück. Was tust du da? Ich öffne. Ja. Modrig, geht's dir gut? Ja. Lauf, wir sind fast da. Scheiße, nach links. Und damit, meine Lieben, bedanke ich mich fürs Einschalten, denn das war Kapitel 10. Nächstes Mal geht es weiter mit Kapitel 11 am Leben. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, ein Däumchen nach oben dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, seid ihr. Ciao, ciao.